Stakeriffs alte Stimme. Der Westberliner Sexorzisten-Vampir Oliver Schund raucht jetzt auch noch aus der Versenkung. Für ein kurzes Interview haben wir ihn im Proberaum getroffen. Heute sind wir bei Hannes Scham. Was ist das Thema? Was ist das Statement? Song Befreiungstag, Refrain Sonne oder Sarg. Gibt es am Befreiungstag? Das ist so wie Tod oder Leben, wie eine Tätowierung, Death or Glory. In dem Moment, wo das Leben geboren wird, sich ändert oder man vielleicht auch stirbt. Erst später, als Tom von den Westberliner Sexorzisten wieder auftauchte, also mit dem und Rummel am Bass und Robbie am Drums, hatten wir dann spontan ein Auftritt auf Gabrieles Geburtstagsparty. Also entschied man sich weiterzumachen und spielte im Sommer noch einen ganz coolen Gig mit Befreiungstag als Opener. Und zu der Zeit hing ich im Pinguin rum. Und da traf ich auch Zuck Comanche wieder. Und er konnte alles spielen und er war die ideale Besetzung. Wir hatten dann alles durchgeprobt. Kurz danach zerfiel alles wieder. Tom wollte zurück nach Spanien. Es spielte mir das Leben eine Keyboarderin zu. Und ihr erzählte ich es, aber sie hatte keinen Bock auf die ganzen pathetischen Geschichten. Klar. Dann kam erstmal Corona. Aber auch Snare, unser neuer Drummer, bis ich dann das Studio gebucht hatte. In Prag, einfach weg aus Berlin. Ja, der Drummer, der wollte auch weg aus Berlin. Der ging nach Spanien. Das Veröffentlichungsdatum stand dann auch schon fest, einfach mit dem Ende der Corona-Maßnahmen. Ne? 20. März, also was konnte da noch passieren? Dort leisten ukrainische Verbände erbitterten Widerstand gegen die russischen Truppen. Erst wenn die Ukraine befreit ist, ist Zeit für Befreiungstag. Bis dahin bewundern wir Zelensky als den größten Rockstar. Sendlinger, komm, was für eine Klampfe für mich. Ich verspäte, muss Chevy nach Hause Gretsch holen. Ja, bitte. Strat oder andere. Kommt wieder nicht. Ich glaube, der kommt schon. Wann wolltest du denn schon rausbringen? Jetzt fast 10 Jahren. Ich sag mal CBD. Oh man, sorry wegen der Verspätung, hey. Da hab ich ganz Berlin geheißt. Wollt ihr jetzt das Stück hören? Ja, ich habe eigentlich auch, im Moment habe ich einen Termin, ich muss leider auch los. Aber dann nächste Woche doch wieder. Markus,
Wie kommst du damit klar, dass Befreiungstag wieder nicht rauskommt? Oh, du, ich bin neu dabei. Cheers. Cheers. Und was ist mit dir, Thomas? Was, bitte? Befreiungstag, to be befreit zu. Oh, shit, meine Psychologin. Ne? Hallo? Ja, Sie haben einen Termin heute. Heute? Ich dachte, heute statt morgen. Okay, morgen. Okay, danke. Meine Psychologin, ich habe da so einen blöden Traum, der wiederholt sich immer wieder.